Eine Überraschung für dich. Überraschung für mich. Guck mal, was. Was hast du wieder? Was ich für dich da habe. Da bin ich jetzt mal gespannt. Da bist du geschockt. Meinst du, ja? Ich hab dir gesagt, warte. Aha. Wertvolle Ware. Hm, wertvolle. Oho. Weißt du, was das ist? Ich sehe. Ist das eine Mühle? Aber leider nur ohne Deckel. Oh. Aber den Deckel werde ich dir noch. Vielleicht passt ja ein anderer Deckel von dem Kann drauf. Fast. Warte, ich habe noch einen kleinen. So, ich habe jetzt einen anderen Deckel, der passt. Von meinen anderen Zwiebelmuster-Sachen. Jetzt finden wir noch einen schönen Platz. Cool. Aber ist ja nicht für Kaffee, so irgendwelche Kräuter oder so. Aber ich finde es hauptsächlich als Deko mega. Nur das Teil ist so ein bisschen. Ich finde, das ist schade, dass das so Plastik ist. Ist so ein bisschen auch hier schon abgenutzt. Wenn ein bisschen wärmer wird, werde ich sie aus Holz schnitzen. Aus Holz. Mhm. Ja, so Holz oder Porzellan. Aber trotzdem ist es so süß. Bin ich mal gespannt, was hier noch alle drin ist. Das ist ja aber ganz schön viel. Wo soll ich wieder hin damit? Ja. Das ist wieder zu viel. Ich merke schon. Was war's? Blumentopf? Nee. Knoblauch. Ah, mein Schickmet. Ja, wundervoll. Wo soll ich denn das alles hin tun? Zwiebel oder Knoblauch. Hat es einen Deckel? Ah, was ist das denn? Was ist das? Das ist Salz und Pfeffer. Ach, so viel. Guck, hier ist ein Deckel. Von was ist der Deckel? Ist das hier sein Deckel? Warte. Hier ist auch ein Deckel. Ja, doch. Ich, ja, ich sag doch, das muss ein Deckel sein. Oh, wow. Essig. Was ist das? Probierlöffel. Ah, das ist praktisch, den Kochlöffel da abzulegen. Ja. Beim Kochen. Probieren, genau. Wo ist der Löffel? Ah, gibt's da noch einen Löffel? Ja. So, sag mal, unseren Zuschauern, wenn die sowas nachkaufen wollen, wo finden die sowas? Ah, das ist süß. Das ist wirklich perfekt. Ne, wo kann man sowas finden? Die müssen auch entrümpeln, anfangen mit entrümpeln. Ja, aber gibt's auch viel bei Kleinanzeigen, ne? Weil da wird das auch verkauft. Ja, ja. Was ist das? Muskat. Aber das sieht so süß aus. Ne, alles waschen und dann schöne Plätze wieder suchen. Wow. Boah, die sieht mega aus. Wow. Oh. Ja, ich merke schon. Oh, die sieht mega aus. Das mag ich ja in der Kombination mit Holz richtig. Zimt. Oh. Und Pfeffer. Ja. Oh nein. Ich glaub's ja nicht. Ich glaub's ja nicht. Oh mein Gott, ihr wisst gar nicht, wie lange ich nach diesem Teil gesucht habe. Der sollte zum Schluss rauskommen. Ich hab das überall gesucht. Ich wollte unbedingt diese Walze haben. Oh mein Gott. So ja, schön. Du hast ja auch eine Ersatzwalze. So schön. Gewürz. Ja. Die sieht so süß aus. Ah, eine Sauciere. Ja. Da habe ich ja schon mehrere davon. So, war's. Ja, meine Lieben, willkommen zu einem neuen Video. Wie ihr gesehen habt, hat mein Mann mich mal wieder überrascht mit dem schönen Zwiebelmuster, als wenn ich nicht genug davon hätte. Aber ja, das wollte ich eigentlich so die ganze Zeit haben. Da habe ich gesucht. Deswegen freut mich das sehr und auch die anderen Sachen finde ich richtig toll. Und wir suchen jetzt ein paar schöne Plätzchen dafür. Ich muss mal gucken, dass ich mal wieder ein paar andere Sachen aussortiere. Der Hikmet hat gerade eine gute Idee gehabt und zwar bastelt er mir irgendwie zwei Halterungen, damit ich hier die Rolle so ranhängen kann. Finde ich eigentlich ganz gut. Praktisch, griffbereit, weil in den Schränken ist ja eh nicht so viel Platz. Und jetzt montieren wir die schöne Mühle. Ich würde sagen, so
gucken, welche Höhe, dass man da ja auch gut kann. Achso, das müssen wir auch das zumachen wieder, das Loch hier. Das ist aber gut, so, die Höhe ist eigentlich gut. Oh, ja, so ist gut. Ja. Ja? Dann back wieder. Halt mal fest. Das sieht gut aus. Guck mal von hier. Ja, das ist so hübsch. Ich glaube, das werde ich jetzt nicht wirklich benutzen, sondern nur als Deko. Aber könnte man, wenn man will, Gewürz oder so. Dann hat Hikmet gesagt, er bastelt hier auch nochmal was Neues. Na, der hat aber nie richtig gesäubert hier. Hast du da? Ja, oh, ist wirklich. So. So, ein bisschen Kaffee reingemacht. Aber ein bisschen grob für den Kaffee. Finde ich. Ich glaube, das kann man gut als Gewürzmühle benutzen. Aber hauptsächlich soll es ja eine Deko sein, finde ich. Ne? Also Kaffee ist jetzt ein bisschen zu grob. Vielleicht kann man das ja auch einstellen oder so. Hübsch. Hübsch. Wenn das sauber machen. Ich backe jetzt einmal Muffins für die Kinder für die Schule. Das mache ich sehr gerne so. Das packe ich denen dann morgen in die Brotbox rein. Und zwar sind die aus Getreide, und zwar einmal aus Dinkel. Ihr könnt natürlich schon gemahlenes Dinkel-Vollkornmehl verwenden. Und Nackthafer habe ich noch nie verwendet. Falls ihr das nicht findet, im Biomarkt gibt es das auf jeden Fall. Aber ihr könnt dann auch Haferflocken nehmen und die nochmal im Mixer nochmal mixen zu Mehl. Könnt ihr auch machen. Auf jeden Fall kommt da Banane rein, Eier, Zimt, Weinsteinbackpulver, etwas Vanille, Rohrohrzucker, Butter und etwas Quark. Und ja, ich schlage jetzt einmal die Eier schön mit dem Zucker schaumig auf. Butter kommt dazu, die einzelnen Zutaten. Die Bananen werde ich auch noch klein zermanschen mit der Gabel. In der Zwischenzeit gehen noch zwei Brote in den Ofen und ich habe jetzt experimentiert, ein neues Rezept mir überlegt. Und zwar ist das hier ein 100% Vollkornbrot, aber schaut mal, wie hell das ist. Ich bin gespannt, wie das nach dem Backen aussieht. Das ist nämlich aus Einkorn und Lichtkornroggen und ich habe da Kefir mit reingemacht. Also ich bin echt gespannt. Die werde ich jetzt backen. Über Nacht lasse ich die immer abkühlen und dann morgen zum Frühstück werde ich euch sagen, ob das schmeckt. Und wenn das was geworden ist, dann werde ich das natürlich nochmal separat für euch abfilmen und euch das Rezept geben. Aber wie gesagt, ich teste mich so gerade aktuell so durch mit den verschiedenen Urkörnern und mixe da. Das ist jetzt wieder ein normales Weizenmischbrot mit Lichtkornroggen. Ich habe, glaube ich, keinen guten Löffel genommen. Doch, geht. Ist schon mal sehr schön aufgegangen. Oh, das ist auch schön soft. Da bin ich gespannt. Das kenne ich ja schon. Was ist denn? Aber das ist mit Einkorn und mit Kefir. Jetzt mal schnuppern. Mal soft aus. Auch die probieren wir morgen zum Frühstück. Die dürfen jetzt abkühlen.
Wir schauen uns jetzt mal das Brot an. Ich bin sehr gespannt mit Einkorn, Lichtkornroggen und Kefir. So, heute ist wieder so ein dunkles Wetter. So, also erstens ist das super schön hell, also dafür, dass das ein 100% Vollkornbrot ist, ne? Das liegt wirklich am Einkorn. Oh, das fühlt sich auch richtig gut an. Ich mag die ja so, wenn die so saftig sind. Hm, probier jetzt ein Stück, kann man immer am besten beurteilen, wenn man ein Brot einfach nur mit bisschen Butter bestreicht und dann probiert. Man sagt ja auch, dass Einkorn das Brot geeignet ist für wirklich die Personen, die kein Vollkorn mögen, weil das Getreide am wenigsten nach Vollkorn schmeckt. Und so finde ich auch, also es schmeckt sehr mild, sehr leicht. Gefällt mir. Hat auch so eine leichte Säure, wahrscheinlich ein bisschen Kefir. Muss mal gucken, ob es einen Unterschied machen würde, wenn ich statt Kefir Joghurt reinmache, wie das schmeckt. Aber ich finde schon mal mega. Ich werde das auf jeden Fall nochmal für euch separat abfilmen und dann hochladen unter den Rezepten, damit ihr das auch wirklich, ja, 1:1 nachmachen könnt. Und dann könnt ihr schauen, ob ihr Joghurt oder Kefir nimmt. Jetzt schauen wir uns noch den Muffin an. Ich habe schon gestern einen gefuttert. Ich konnte nicht aushalten. Gestern habe ich den noch warm gegessen. Der ist wirklich sehr, sehr lecker. Also es hat mir gefallen, aber der war halt wirklich noch sehr, sehr warm. Bin mal jetzt gespannt, wie der schmeckt. Mal gucken, was die Kinder sagen, wenn die nach Hause kommen. Aber ich fand den auch sehr gut. So sieht der aus. Richtig schön saftig. Also geschmacklich sehr, sehr gut. Und man schmeckt die Banane nicht so raus. Nicht jeder mag das ja. Auch so die Kids mögen es nicht, wenn es zu sehr nach Banane schmeckt. Ich finde die Süße hier sehr gut. Und das waren ja 100 Gramm Zucker. Und dann die 3 Bananen. Man schmeckt auch diese Hafer so ein bisschen raus. Also man hat so diesen Hafergeschmack, finde ich. Sowieso Hafermilch. Ja, also auch das sehr lecker. Rezept schreibe ich euch in die Infobox. Ich bin gerade zurück vom Sport und schaut mal, was angekommen ist. Sag vor der Tür. Warte mal. Gut, dass ich trainiert habe. Moment, schön mit meinem Rücken. Oh, 25 Kilo. Bei dem soll ich noch weiter hier rauszoomen. Hier. 25 Kilo Lichtkornroggen und dann nochmal
25 Kilo Winteremmer. Oh. Ich bestelle ja immer die Körner. So, vom Biohof Knauf übrigens. Auf jeden Fall habe ich immer 5 Kilo bestellt. Aber 5 Kilo geht schnell alle, ne? Wenn ich für ein Brot fast 1 Kilo benötige, ne? An Getreide, an Mehl, sind halt 5 Kilo nicht viel. Und 25 Kilo wurde, somit wurde der Kilopreis fast bei dem einen knapp über 1 Euro sogar und bei dem anderen fast 1 Euro günstiger. Da spart man ja dann auch bis zu 25 Euro. Ne? Also günstiger. Ne? Ja, also Lichtkornroggen und Winteremmer, die benutze ich jetzt sehr, sehr viel. Also Winteremmer mag ich sehr gerne für die Brote und den Lichtkornroggen auch. Einkorn habe ich noch. Korosanweizen hatte ich mir bestellt. Ja, aber die nächsten werde ich mir dann auf jeden Fall auch 25 Kilo bestellen. Aber jetzt haben wir erstmal Getreide für die nächsten, paar Tage. Für die nächsten Wochen. Oh, wir haben ja zum Glück einen Kellervorratsraum. Da kann ich das hin tun und dann von da eben immer meine Gläser umfüllen. Mein Käfer abgießen und wieder mit frischer Milch aufgießen. Jetzt kommen die ausgespülten Kefirknöllchen. Ist ein bisschen viel, ich kann die eigentlich schon wieder wegpacken in den Gefrierfach. Ich gebe die ja immer weiter, wer das Ganze braucht und selber Kefir machen will, schenke ich immer weiter so in der Umgebung. So, und jetzt einfach nur noch wieder mit der Milch aufgießen. Und dann steht das 24 Stunden in der Küche und dann haben wir am nächsten Tag wieder Kefir. Und wenn die Kinder aus der Schule kommen, gibt es immer einen schönen, frischen, gemixten Bananen-Zimt-Kefir. So, jetzt einfach nur abdecken. Und dann bleibt er bei Zimmertemperatur. Ich lasse den einfach hier so abgedeckt. Der soll halt im Dunkel stehen, hier in der Küche stehen.
Und dann haben wir am nächsten Tag wieder einen fertigen Kefir. Der sieht dann so aus, wie ihr das gerade gesehen habt. Ich koche jetzt einen Eintopf mit ganz wenigen Zutaten, sehr lecker, vegan. Gestern gab es bei uns Hühnerfrikassee, habe ich jetzt nicht mitgefilmt. Das weiß ich gar nicht, ob ich das euch gezeigt hatte. Ich habe das aber jetzt eine Weile nicht gegessen, also ich habe es eine Weile nicht mehr gekocht. Deswegen hatte ich so Appetit, ne? Weil das ist so typisches Wintergemüse jetzt, Rotkohl und so weiter. Und deswegen ja, mache ich das. Einfach nur Rotkohl, Süßkartoffeln, Zwiebeln. Ich habe jetzt hier rote genommen, Kichererbsen und gestückelte Tomaten brauchen wir. Mehr nicht. Und das ist ein sehr, sehr leckerer, deftiger Eintopf. Ganz wichtig, ein bestimmtes Gewürz muss da rein. Das zeige ich euch aber gleich. Tomatenmark habe ich mit angebraten. Jetzt ein bisschen von meiner Gemüsepaste mit dazu. Ihr könnt aber auch gekörnte Gemüsebrühe nehmen. Ich kann auch schon alles in den Topf. Ich mache jetzt schon mal die gestückelten Tomaten mit rein, damit ich noch ein bisschen umrühren kann, weil gleich wird es richtig voll hier. Außen spülen wir mit aus. Und gebe auch noch Wasser mit dazu, damit wir auch genug Flüssigkeit haben. Ich würze jetzt schon mal mit Salz. Pfeffer. Und das wichtige Gewürz ist die Gewürzmischung Ras el Hanout. Die bekommt ihr eigentlich überall, so eine orientalische Gewürzmischung. Auch nicht zu wenig. Das macht wirklich was aus. Kichererbsen können schon mit dazu. Und die Süßkartoffeln gebe ich jetzt auch gleich mit dazu. Und dann kann das Ganze vor sich hin schmoren. Ja, passt doch. Es sackt ja ein bisschen ein noch, ne? Ich mag so schnelle, leckere, winterliche Eintöpfe. Dazu einfach frisches Brot. Mmh, yummy. Ich mag einfach die Abwechslung, ne? Gestern gab es eben Hühnerfrikassee mit Hähnchenbrust. Heute ist dann halt mal vegan. Morgen gibt es Lachs.
Okay, ich lasse das jetzt erstmal schon mal ein bisschen weich köcheln und dann schmecke ich noch mal ab. So, das Essen ist fertig. So sieht das Ganze jetzt aus. Ich habe schon abgeschmeckt. Richtig lecker, saftig. Müsst ihr auf jeden Fall ausprobieren. Also sehr schnell gemacht, wenig Zutaten, schön deftig, lecker. Dazu, wer mag, noch ein bisschen Brot. Mmh. Yummy, ist richtig schön winterlich. Das lassen wir uns jetzt schmecken. Ja, meine Lieben, das waren so ein paar kleine Eindrücke. Ja, von so einem Alltag, würde ich mal sagen. Ich finde, ich bin immer am produktivsten, wenn ich morgens beim Sport war. Weil wenn ich direkt nach Hause komme, dann mache ich direkt so weiter mit Hausarbeit und alles Mögliche. Ich weiß auch nicht, woran das liegt. Irgendwie bin ich dann so voller Energie. Schreibt mir, ob es euch auch so geht. Aktiviert auf jeden Fall die Benachrichtigungsglocke, denn am Mittwoch kommt das erste Rezeptvideo von einem Brot. Ich weiß noch gar nicht, welches ich mache. Schreibt mir auf jeden Fall in den Kommentaren, welche Brote ihr unbedingt abgefilmt haben wollt. Ich wollte das Zwiebelbrot machen. Jetzt, ihr habt ja auch gesehen, dieses Einkorn, das helle Brot, war ja auch sehr schön geworden. Also ich werde jetzt immer wieder mal ein Brotrezept separat hochladen. Das findet ihr dann auch in der Playlist unter den Rezepten. Ich hoffe, wir sehen uns am Mittwoch wieder und dann auch inshallah wieder am Sonntag in einem gewöhnlichen Vlog. Bis dahin alles Gute und bis bald.